Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt Rhyme. Ja, mit dem kleinen Jungen hier, der gestern seinen Kugelstelzer da hier durch die Tür geholfen hatte und überhaupt erstmal zusammengesetzt hat und so weiter. War eine ganz schöne anständige Puzzlei. Und dann ist mir was aufgefallen. Wenn man mal auf Escape drückt, auf dem Controller weiß ich nicht, welche Taste das ist jetzt, dann kann man hier auf Extras gehen und dann sieht man Outfits. Guckt mal. Das ist anscheinend das Standard-Outfit, was wir haben. Und das war kein Bild, was wir gefunden haben. Das ist ein Outfit. Aber eins bleibt gleich, der rote Umhang. Nehmen wir mal das blaue Outfit, dann haben wir noch Spielzeuge. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mitmachen kann. Spielzeuge. Dann haben wir noch Embleme. Das sind keine Teller, das sind Embleme. Ja. Da sieht man auch genau, was es ist für ein Emblem. Ja, kann man gut sehen. Ich weiß nicht, kann man das hier mit der Taste hier drehen? Ich weiß es nicht. Drehen. Ah, so. Okay. Okay. Ich verstehe. Dann haben wir... Kann man das auch schon ein bisschen drehen? Anscheinend schon. Dann haben wir hier die Spielzeuge gehabt. Annehmen. Keine Ahnung, wird schon richtig sein. Dann haben wir es ja angenommen, weiß ich nicht. Dann gibt es hier noch andere Sachen zum Einsammeln. Dann gibt es Schlaflieder. Ah, spielen. Wow. Okay. Können wir mal stoppen? Dann haben wir ja... sind die drei Muscheln. Ach, das geht wohl einmal komplett durch. Okay. Dann haben wir diese Schlüssellöcher, die wir entdeckt hatten. Ah. Das sind dann wohl unsere Eltern. Anscheinend ist unser Vater der König. Wäre möglich. Das da sind wir mit unserem roten Tuch, was wir immer noch rumtragen. Und da sehen wir, wie wir da halt spielen und anscheinend scheint sich der Vater zu verabschieden. Ja. So, und dann haben wir noch eine Galerie. Ja, und die Galerie zeigt uns dann, was wir so erlebt haben. Hm. Oder zu sehen hatten noch. Das weiß ich wiederum jetzt gerade nicht. Das hatten wir gesehen. Da waren wir gewesen. Ja. Anscheinend, je weit wir spielen, umso mehr von diesen Galerie-Dingern scheiden wir sozusagen frei. Das sieht auch geil aus. Es ist schon echt der Hammer, was die sich hier einfallen lassen haben. Gefällt mir also. Also die haben sich echt einen Lobesbrief von mir verdient. Sobald wir das durch haben, schreibe ich dir mal ein Briefchen. Ja, so, kommen wir zurück zur Story. Ja, zur Story. Und da ist er. Hallo, Herr Stelzenkugel, Kugelstelzer. Ja. Ich würde gerne hier mitkommen. Aber irgendwie ist, mir das Reisen dort ver... Ach nee. Ich hab nichts gesagt. Hier quaken irgendwelche Frösche. Oh, ich guck mal nach. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie eine Möglichkeit finden. Da anscheinend nicht. Ah, warte mal.
Aha. Das heißt also, wir müssen irgendwie immer für die so einen Weg frei machen. Das Froschquaken ist geil. Das ist so ein bisschen nach meinem Geschmack irgendwie. Aha. Okay, da ist er. Hallo, Herr Stelzi. So, Stelzi geht jetzt da weiter. Oder er geht da weiter, hä? Wo will er lang? Da will er nicht. Aha, er macht uns hier die Dornen weg. Danke sehr. Die Frage ist, was für ein Ziel hat das Gerätchen eigentlich? Ja. Das scheint irgendwo sein festes Ziel zu haben. Worüber ich mir jetzt absolut noch im Unklaren bin, was der eigentlich genau vorhat. Boah, wie das der Controller vibriert, das ist genial. Sag mal so ein bisschen, ja, was hier in, Welt, hier in der Welt hier so passiert. Ja? So. Aha, jetzt sind wir in diesem Raum. Jo, what no? Ja, ich guck dich an, du guckst mich an, hä? Wat? Komm mal hier vielleicht rein. Okay, anscheinend nicht. Ah, er hat sich darauf gestellt. Wow, das war ein Aufzug wieder. Das verwirrt mich immer wieder aufs Neue. Yeah. Aha. Oh, Hilfe. Die verfolgen mich. Hilfe, Hilfe. Ich hätte die andere Kugel anders schmeißen müssen. Hallo, ihr Knalltüten. Yeah. Jetzt mag er da lang. Ich denke mal, ich muss da eine Kugel drauf packen. Zumindest hat es den Anschein. Danke sehr. Ja, der Stelzer freut sich natürlich. Ja, kriegt eh eine Kugel nach der anderen hier in der Nähe serviert. So, da mal raufgepackt. So, lauf mal vor. Geil. Ja, rufen Sie mal weiter. Danke sehr. Ich komme da nicht durch sonst. Wow. Wo will der mit mir hin? Der will da hoch. Okay. Der geh hoch. Na? Soll ich etwa erstmal hier irgendwo vor? Traust du dich nicht? Er ist leicht zaghaft. Okay, da unten ist der Stelzenweg weiter. Ist hier irgendwas Verstecktes? Nee. Oh, meine Nase juckt wie blöd. Enu? Ja.
Ah, da scheint so eine Art Kletterweg zu. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich sehe es schon. Das heißt, einmal hier hin. Ja, er scheint mir immer so ein bisschen Hinweise geben zu wollen. Ist bei mir auch durchaus nötig. Die Frage ist nur, ob ich die Hinweise auch interpretieren kann. Ob sie vielleicht doch nicht zu kryptisch sind. So, genau. Er muss bis dorthin, da komme ich nicht weiter. Ich muss dann aber wieder darauf. Ja. Und er läuft dann weiter. So, was haben wir da? Was zugeschüttetes. Aber suchen wir es erstmal. Ach hier. Ja. Nö, da komme ich eh nicht hoch. Okay. Da unten hätten wir noch mal was. Danke, davon kommen wir, von dem Weg, dass es eh mal so rumgegangen ist. Ja. Irgendwelche Viecher hier wieder in der Nähe. Wow! Mach nicht nochmal sowas mit mir hier. Das kann nicht wahr sein. Bin schreckhaft in der Hinsicht. Aha. Ja, da ist der kleine Fuchs. Die Frage ist, wer weiß mehr? Hier, der Kugelstelzer oder der kleine Fuchs? Aha, da hinten ist der Turm. Und beide laufen so direkterweise drauf zu. Ja, ich komme mal hinterher. Hui. Ja, und da sehen wir das dann auch nochmal. Kugelstelzer läuft auf Turm zu. Genau. Das hat irgendwie was. Ich kann es nicht einordnen, aber das ist irgendwie genial. Ah, die ganzen Seerosen hier. Die sehen auch toll aus. Herrlich einfach. So, hier springen wir mal ein bisschen, damit wir sein Tempo ein bisschen beibehalten können. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Kugel. Danke sehr. Damit wir hier irgendwo weiterkommen. Bang! Ja, so viel dazu. Wo kommen wir hier hoch? Hier kommen wir hoch. Okay. Hier ist es natürlich wieder arg dunkel. Ja? So, da sind die nächsten. Haben wir denn hier eine Kugel irgendwo? Ich weiß das gerade gar nicht. Wow, die verfolgen wir. Oh, die verfolgen immer mehr. Es werden nicht weniger. Ich denke, ich muss zurück eine Kugel holen. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ach, das war zu schwach gewesen dann. Da lang? Anscheinend schon. Nee, das ist auch keine Kugel. Wie soll ich jetzt an eine Kugel kommen hier? Zu viele. Jetzt haben sie mich komplett eingekreist. Okay, warte mal. Bisschen Konzentration. Da kommt man hier hoch.
Ah, hier, okay. Na, kommen wir hoch. Danke sehr. Und nochmal hoch. Danke sehr. Wir brauchen eine Kugel, Kugel, Kugel. So, hier hoch. Da haben wir den Kugelgenerator. Danke sehr für die Kugel. Warte mal. Ne, da unten ist kein Kugelgenerator. Ich dachte, da unten wäre auch noch ein Kugelgenerator. Wie komme ich denn jetzt sauber runter hier? Ah, hier, okay. Es ist ein bisschen düster, ne? Ja. Ich denke mal, das soll so ein bisschen die gruselige Atmosphäre hier widerspiegeln. Aha, okay, es erreicht alle. Es war so ein bisschen meine Sorge gewesen, dass ich erst die vorderen da weg muss, schnell wieder rennen muss, bevor der Respawn kommt. So, dann nehmen wir gleich mal hier mit. Bäm. Ja, da lösen sich die alle auf. Da können die machen, was sie wollen. Ja, komm weiter. Wir wollen weiterziehen. Oh, ob das so eine gute Idee ist, dass der hier so rüberstampft. Oh, hält die Brücke aus, hält die Brücke aus. Bitte, 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 bitte. Danke. Wow. Tja. Da soll sich der Kugelstelzer hinstellen. Da ist der andere Kugelstelzer. Tja. Wo will der jetzt hin? Du weißt schon, dass ich dich hier brauche. Wo geht der hin? Boah, ist das hier düsterlich. Hallo. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche gleich wieder sowas. Hallo. Okay, wir brauchen es doch nicht. Wo ist er hin? Der ist dahin. Irgendwas muss ich jetzt hier machen. Ich denke einfach mal hier irgendwo rauf. Nach oben. Ja, natürlich haben wir nicht den falschen Weg erwischt. Das ist natürlich Klärchen. Wäre ja auch zu schön, wenn wir gleich den richtigen erwischt hätten. Ne, da definitiv nicht lang. Ah, auf der Seite. Ja, der Fuchs ist auch hier in der Nähe. Hier fehlt doch die Treppe. So. Ja, der Fuchs ist da oben. Sehr schön. Ja, super. Nehmen wir mal das Ding hier mit. Mal sehen, vielleicht kann ich hier irgendwas noch machen.
glaube, da komme ich gar nicht rüber. Nö, da komme ich auch jetzt nicht rüber. Mist, ich muss die Kugel wieder entsorgen. Gucken wir mal so hier rüber. Da wäre ein Weg nach oben. Schauen wir uns den mal an. Aber anscheinend nicht für uns. Das ist eher für den Kugelläufer, wenn überhaupt. Was haben wir denn sonst noch? Hier sind auch noch mal Kugelläufer. Die scheinen eine große Technologie aufgebaut zu haben mit diesen ganzen Kugelläufern, ne? Ja, ja, ich guck mich schon um. Es wäre auch hilfreich, wenn es ein bisschen heller wäre. Hier müsste ich theoretisch ja noch bei so einer rauf. Damit die Treppe auf der Seite aufgeht. Ich guck mal nach, ob er sich da hinlocken lässt. Vorhin hat es ja auch geklappt. Schauen wir mal. Komm mal mit. Hier. Ah, tatsächlich. Sehr gut. Ah. So. Gucken wir mal. Ach so, er läuft dann wieder so zurück. Okay. Er ist dann wieder da drauf. Interessant. So, was erwartet uns hier? Nichts. Jetzt muss ich überlegen. Wie machen wir das? Da vorne müsste theoretischerweise wohl noch mal was rauf. So geschätzterweise, ne? Als ob wir da hinten den Kugelläufer aktivieren müssten oder so. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Egal, wo es hier gerade lang geht, die Kamera ist gelockt. Da stellt sich natürlich die Frage, was will er von mir? Ah, okay. Das sieht man hier gerade sehr schwierig. Boah. Okay. Ich sehe gerade nicht wirklich viel, wo ich da lang gehen soll. Boah. Keine Chance. Ah, okay. Also das ist gerade so ein bisschen Rätselraten. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Okay. Okay. Noch höher. Boah.
Ahnung. Ich jetzt wieder runter hier geglitscht oder was? Wow. Okay, wir sind wieder dort. Schauen wir mal. Etwas höher. Hier was sehen würde. Das wäre Gold wert. Es ist echt gerade dunkles Abtasten. Okay. Ach, du grüne Neune. So, die Frage ist, wo schiebe ich den am besten? Kann ich den runterschmeißen vielleicht sogar? Wäre natürlich ganz nice. Ach, du grüne Neune. Frage ist, ob ich den da hinten brauche. Ja, ich brauche den da hinten. So, dann gehen wir mal da lang. What? So, da ist der Stelzer. Der steht drauf. Das ist super. Dann muss ich das da aktivieren. Dann habe ich die Treppe aktiviert. Yes. Beziehungsweise, nee, ich muss das da aktivieren wohl. Vielleicht fährt das Ding dann runter, dann kann ich da eine Kugel raufpacken und dann kann ich das wieder raufpacken oder sowas. Klingt zumindest logisch. Nee, es macht fast sowas ähnliches, was ich dachte, aber ganz anders. Ah, da ist die Treppe. Okay, dann geht das. Das heißt, wir nehmen die Kugel, wenn ich sie nehmen darf. Danke. Und ich überziehe wieder gerade schrecklich. Oh Gott. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Falls ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft. Und dann schauen wir mal, wie ich das hier weiterlöse. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.